Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Daggerfall. Ja, in der letzten Folge haben wir, um ein bisschen Zeit zu schinden, nochmal dasselbe Dungeon gemacht wie in der vorigen Folge. Ohne, dass ich es jetzt irgendwie gemerkt habe, dass es halt dieselbe Höhle war, also dieselbe Dungeon. Aber wir müssen jetzt eben nochmal unseren Loot hier verkaufen gehen. So. Können wir sicher hier gut verkaufen. Genau, verkaufen tun wir bei dem Dude. So, Sell. Was haben wir sonst so? Viel auf jeden Fall. Sehr, sehr viel. So, bei wie viel? Alter, schon wieder bei 30.000 hier. Gleich wieder 40. Alter, wie... Ja, das wird wieder so einen Schein geben, natürlich. Ja. Ah, okay. 20.000 können wir so mitschleppen. Aber sonst hat er nichts Dädrisches bei sich. Und Kredit haben wir ja, soweit ich weiß, schon abbezahlt. Soweit ich mich noch erinnern kann. Mal gucken, was der Dude hat. Irgendwas Dädrisches hoffentlich. Oder Adamantium Boots? Die sehen besser aus. Was haben wir hier? Ebony Tower Shield. 35.000. Wir kommen hier gleich wieder. Den holen wir uns. Sobald wir den anderen Stuff hier verkauft haben. Oder hat der hier vielleicht irgendwas Gutes? Ansonsten müsste ich mir nochmal irgendwie was an Kredite nehmen. So, was haben wir für ihn? Irgendwas. Das hier zum Beispiel. Ja. Dem konnten wir jetzt nicht viel verkaufen. Wo haben wir nochmal den nächsten Gewürzshop? Irgendwo im Norden. Da. Im Norden haben wir den Kräuterladen. Den Schild können wir eigentlich jetzt rein theoretisch verkaufen, wenn er den Ebony-Schild hat. So. Da war der schon. Da ist der Kräuterladen. So. Ingredients hier. Und aus dem Wagen. Da haben wir auch noch sehr viel. So, nein. Dürfen wir jetzt eigentlich, abgesehen davon, und dem hier halt nichts mehr auf Tasche haben. 34.000. So, dann gehen wir nochmal darüber zu dem Dude. Ich hoffe, das reicht, was wir da auf Tasche haben, wenn wir da den Schild jetzt verkaufen. Ihm unser Schild. So, hier. Darf er haben. Und, nein, wo war denn das? Hier. Da. Ja, komm. Ebony Tower Shield haben wir jetzt. Und dann jetzt einmal noch mal kurz zur Bank. Oder mal gucken, was der hier hat. Vielleicht haben wir Glück. Nee, haben wir leider kein Glück. Wir haben leider kein Glück, dass hier nochmal irgendwas Dädrisches ist. So. Unser Banker des Vertrauens. Deposit 1, 2, 4, 6, 1. Dann sind wir schon mal wieder bei fast 90.000. Dann können wir hier auch nochmal ein Safe Game machen. Und
suchen jetzt mal das, was wir gefunden haben. So. Nee, das war's nicht. Das war's auch nicht. Wir hatten irgendwo was gefunden gehabt. Hier. Part-Time's Hold, das haben wir gefunden. 2 Tage wird die Reise dauern. Und dann gehen wir mal da rein. So. Und machen hier auch nochmal ein Save Game auf unsere geliebte 2. Yo. Okay, erstmal von einem Geist attackiert. Wir bleiben aber auf dieser Ebene. Oder doch nicht? Ah! Come on! Okay. Das ist ein reines Geisterhaus. Gehe ich mal von aus. Die Dinger können wir leider nie looten. Komm. So. Die Geister haben selten irgendwas, ne? Ja. Du bist kein Geist. Für den Fall, dass die hier eigentlich feststecken, so nicht mehr rauskommen. Warum bitten die mich nicht einfach um Hilfe, das hier rauszufinden? Fände ich irgendwie cooler, wenn das sowas auch noch mit eingebaut wäre. Aber okay, für damalige Verhältnisse war da schon sehr viel, was die hier gemacht haben. Und damals war Bethesda noch deutlich, deutlich kleiner als jetzt. Die sind erst richtig groß geworden nach Skyrim. Und in Skyrim waren die auch noch, als sie das entwickelt hatten, noch ein kleines Studio. Hier bei Pesta. Ich weiß nicht, was der hatte. So. Den haben wir auch erledigt. Oh. Wie kommst du, dass du da feststeckst als Geist? Okay, Tür aus der Tür raus, ist die Musik wieder an. So. Ah, okay, wir sind wieder hier. Und da unten hatten wir aber noch ein bisschen was übersehen. Da waren noch ein paar Gänge, die wir nicht gegangen sind. Den hier zum Beispiel. So. Okay. Aber diesen Dungeon hatten wir schon mal gehabt. Also so eine Art von Dungeon. Jetzt vom Namen her ist das ja neuer. So, hier waren wir auch noch nicht hochgegangen. Ja, den hatten wir schon mal, also vom Typ her, genau den. So, ich habe aber die Vermutung, dass wir hier ein Daedra-Schild bekommen, weil wir ein Ebony-Schild gekauft haben. So wie letztens mit dem Kyras, dem daedrischen Kyras. Ah, und jetzt sind wir hier. So, wo fehlt uns noch ein Weg? Hier, der hier. Und der da hinten, nach oben. Gut, dann gehen wir aber zuerst da lang. Dann gehen wir zuerst hier lang. Ne, warte. Doch, hier lang. Und hier nach oben. Genau, hier waren wir noch nicht. Und hat sich auch gelohnt. So, was fehlt denn noch? Hier oben. Wo ist die Musik hin? Ach, da.
Aber wir müssen noch mal kurz hier unseren Loot rausschmeißen. Weil wir schon wieder sehr voll sind. So, hier haben wir. Hier haben wir nichts. 2, 2, 3, 3. Einmal kurz wieder resten. Und nochmal ein Safe Game auf die 2. Das Spiel kennen wir ja. So, die Frage ist, wie kommen wir nochmal. Ah, nach hier nach unten müssen wir so oder so nochmal, weil wir hier was vergessen haben. Da war eine geheime Tür. Da waren wir. Das war jetzt nicht der Raum, wo ich hin wollte. Da hinten wollte ich. Und wer wollte hier vorbei? Und dann... Hier war sie doch. So, komm, geh kaputt. Nice. Was für ein Buch haben wir? Egal. Irgendwas mit Mara haben wir ein Buch bekommen. So, und jetzt nochmal gucken, wo fehlt uns noch was? Hier oben. Ja, genau, Enter. So, um da hochzukommen, müssen wir hier geradeaus und dann hier wieder nach oben. Einmal die lange Treppe hier. So, wo sind wir jetzt? Genau. Und dann hier irgendwo nach links. Und genau, hier ist richtig. Dann müsste hier eine geheime Tür sein. Da. Mit ein paar Ingredients. Nice. Und hier haben wir den Dude vergessen. Okay, magische Klamotten hat er. Und hier geht's auch noch weiter, nice. Okay, hier haben wir nichts. So. Und hier entlang. Ah! Okay, hier sind wir auf der anderen Seite davon. Okay, dann können wir eigentlich wieder gehen, wenn wir jetzt hier nichts mehr haben. Und dann müsste auch genug Zeit vergangen sein, damit wir hoffentlich jetzt die eine Person da finden, wegen der wir hier die ganze Zeit unsere Zeit schinden. Hier war es jetzt nicht, hä? Ah, ne. Da nach oben. Hier war das. Genau. Gehen wir jetzt. Und wir gehen wieder zurück nach Midbury. So, nochmal 2 Tage vergangen. Und wir haben jetzt den 23. Können wir jetzt nochmal verkaufen gehen. Ich hoffe, jetzt ist die eine da, also nach der wir suchen, endlich da. Obwohl 15. Ja, müsste eigentlich jetzt schon da sein. Spätestens am nächsten Tag. So, hier dann nochmal zum Rüstungsmacher.
Hier den einen Dude. Der hat er immer noch nichts. Warum haben die nie oder selten was der ist? Ich finde das schade, wirklich. Den guten Stuff haben die wirklich viel zu selten. So. Und dahin. Nach Boston. Hier können wir auch mal gucken. Daedric Dagger ist nicht das, was ich haben will. Und den kann ich aber auch noch was verkaufen, ne? Hier. Und hier nochmal oben gucken. Weil die oben ja auch Items haben. Nach ganz oben. So. Egal, dann gehen wir hier wieder raus. Taverne wollen wir nicht. Bücherladen wollen wir nicht. Ah, hier Juwelier. Da können wir ja doch die Kette verkaufen, ne? Wir haben hier immer noch irgendwo so eine Kette. Die können wir ihm nicht verkaufen. Ja, okay, dann brauchen wir ganz dringend Handladen. Ebony Broadsword brauchen wir nicht. Orkisch Steigkatana. Nee. Oh, schade, dass sie nicht den guten Stuff haben. Ein derdrisches, hier ein derdrischen Dolch hatte der Dude da, aber das brauchen wir ja nicht. So, jetzt einmal nach Norden. So, wo ist denn der Kräutershop? Hier gute Gewürze. Ja. Und aus dem Wagen. Also im Wagen haben wir nichts. Gut, dann halt nicht. So, im Wagen haben wir aber noch Geld. Den will ich jetzt. Prayer Beats. Die muss ich irgendwie noch loswerden. So, und dann können wir gleich mal in den Palast gehen. Es müsste jetzt wirklich der Tag sein, wo die eine da ist. Weil jetzt, die letzten paar Folgen waren wirklich nur so Lückenfüller. Sag jetzt mal. Und zwar nicht einmal gewollte Lückenfüller. So. 11, 5, 6, 7. So, 100.000 haben wir fast. Dann jetzt ab in den Palast. Im schlimmsten Fall 24 Stunden noch mal pennen. Und dann müssten diese Tage hier 38 Tage schon vorbei sein. Weil wir haben ja jetzt schon den. Es war ja am 19. oder so. Warte, noch mal schauen. Hier, das war ja an dem 15. Und ich weiß jetzt nicht, wie lange die Tage hier dauern, so, vor allem von Frostfall, wie das jetzt die Zeit war, der Monat, wo ich die Quest angenommen hatte, ob das 30 oder 31 Tage sind, dieser Monat. Und ob wir jetzt hier soweit sind. Ich weiß nicht einmal, ob das vielleicht sogar der, quasi so eine Anlehnung an Februar war, dass es vielleicht nur 28 Tage sind. Und dann muss ich nochmal ein paar Tage warten. Sie sind immer noch nicht. Hier ist sie auch nicht.
Er ist es nicht. Da ist sie ja. Oh, you should be warned that I'm a knight of the dragon, in the service of the emperor himself. If this is some ruse to ambush me, you will surely not live to regret it. Yes. I am Gwynane Greenport. This signed ring proves that you are indeed in the service of Munizera. Some time ago, I delivered a letter from the emperor addressed to the Queen of Daggerfall. If I am not mistaken, Orbki is Queen of Daggerfall, not Munizera. Tell Munizera that I take my duties quite seriously. I would never knowingly deliver a missive to the wrong party. Queen Orbki gave me this mark in gratitude. Show it to Munizera so that she may know I am a loyal servant and faithful to my order. Der Ring ist weg und jetzt haben wir hier den Mark. Da haben wir sie endlich gefunden. Das war sie. Auf die haben wir 38 Tage jetzt gewartet. So, dann heißt das jetzt für uns zurück nach Daggerfall. Da. Da war das. Und wir sind wieder zu Hause. So, was sagt die Uhr? 7.11 Uhr. So, beziehungsweise hier ist unser Zuhause. Können wir jetzt auch eben hier in den Juwelier gehen, beziehungsweise in den Pawnshop, meine ich, der hier irgendwo sein soll. So, wo waren die? Das da war das. Ne, das ist der General Store, da wollte ich jetzt nicht hin. Okay, einmal kurz. Wir müssen einmal kurz fressen, töten. So, erstes Opfer. Leider die Frau. Nochmal eine Frau. Und jetzt diesmal ein Dude. Komm. Um Gleichberechtigung zu halten, suchen wir uns noch einen Dude. Hier. So. Es muss ja gleichberechtigt sein. So, und dann haben wir's. Oder komm, wir gehen erstmal Best abgeben. Bevor wir die Läden hier nochmal abklappern. So. Es lädt noch ein bisschen. Und hier wieder. Yes. Yes, Sir. So, wir kriegen hierfür jetzt wahrscheinlich Ärger wieder. Ja, da hinten. Und hier. Ah, now it makes sense. Uriel Septim addressed the message to the Queen of Daggerfall when he sent it. I was Queen. By the time it arrived, my dear Lysandus was dead and Orbki was Queen. We must find out what was in the in that letter. I have never trusted Orbki. Yesterday I received a letter from Princess Morgia of Vayrest, claiming to know something of the Emperor's letter. Now there is a family that seethes under the rule of the Emperor. Return to me if you find out who has the Emperor's letter. For now you have proven yourself to me, Maxilius II. Keep the mark as a token of my gratitude. I have no desire to own anything of Orbki's anymore. So, hier habe ich sonst nichts mehr. Ich habe noch ein Maras Tier. Nee, bitte nicht. Ich gehe schon, ich gehe ja schon. So, okay. Also, den Bereich Daggerfall haben wir jetzt durch. Das heißt, wir müssen jetzt mit Princess Morgia quatschen. So. Ja, es geht jetzt nach Vayrus dann wahrscheinlich wieder. Damit wir hier weiterkommen, vorankommen. Aber erst einmal hier nochmal die Läden abklappern. Die sind da. So. Dem. Also. Ist zu. Dann einmal kurz hier resten. Also läutern. 3 Stunden wird wohl reichen, ne? So, dann können wir hier rein. Ich kann dem hoffentlich das Buch verkaufen. Sonst habe ich keine Bücher mehr.
Ach, so viel Wert ist das Buch gewesen, okay. So, dann gucken wir hier mal rein. Ah, Quatsch, das wollte ich nicht. Der hat nichts. Hier hat er nichts Gutes. Derek War Axe ist nicht das, was ich haben will. Aber von oben hat er dann bestimmt auch was. Nee. Wieso kann ich den da nicht anklicken? Hier kann ich auch nicht anklicken. Schade eigentlich. Ah, hier. Hier hat er auch noch einen. Okay. Und hier auf. Ebony Katana. Das brauche ich als Derek. So, 7 bis 20. Was gibt der? 8 bis 22. Die Katanas sind die stärksten Einhandwaffen hier. Und das Katana brauche ich als Derek. War hier nicht noch einer da? So. Ah ja, stimmt. Hier hat er ja nichts. Hier auch nichts. Hat er hier noch irgendwie was? Nope. So, dann ab wieder nach Boston. Wir wollen hier hin. Da müssen wir noch ein bisschen was verkaufen. Und dann müssen wir nochmal zur Bank. So, hoch haben wir. Den Pawnbreaker nochmal. Da. Da haben wir den Pawnbreaker. Kann ich ihm den ganzen Rest verkaufen, was ich jetzt seit Ewigkeiten mit mir rumschleppe. So, was hat er hier? Nichts. Nothing. Nope. Dwarven Greaves? Nee. Würde zwar geil aussehen, komplett in Gold rumzulaufen, aber... lieber nicht. Hier auch nicht. Und hier auch nichts. Dann noch einmal ganz nach oben. Und hier auch nichts. Ich finde das super, dass wir hier noch mehr Möglichkeiten haben, eigentlich einzukaufen, wenn wir nach oben gehen. So, für uns heißt das jetzt aber einmal zur Bank, alles auf Papier drucken zu lassen, unseren Kredit, unser Geld, und dann damit auf nach Varys. Weil Princess Morgia, die weiß ja noch weiter, wie wir das gerade erfahren haben. So, Banking. Deposit 420. The Letter of Credit Withdrawal 98441. You do not have that much in your account. I need to have the full amount of the Letter of Credit plus a 1% fee. Achso. Am I to understand that you would like to deposit all of your letters of credit? Ja. Und jetzt hier nochmal 98441. Loan? Hä? Ich hab hier doch so viel. 98441. Neun, null, 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 null. Okay, dann 7541. Not have that much in your account. I need to have the full amount of the letter of credit plus a 1% fee. 7500.
Okay, dann nehmen wir nur das, was wir hier, da. Die 90.000 mit. Wir sind ja eh hier immer ein Dagger voll zu Hause. Und ja, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gehen wir wieder zurück nach Vaerest und quatschen mal mit der Prinzessin Morgia, um rauszufinden, wie es dann weitergeht. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!